Die Urkräfte im Erdinneren sprengen die dünne Erdkruste. Rotglühende Lava quillt aus zerrissenem Boden, steigt empor aus den Tiefen des Meeres, das Brodeln den Platz freigibt für ein Fleckchen Land. So entstand vor 20 Millionen Jahren die Insel Lanzarote. In der Bewegung erstarrt, zeigt sich die erkaltete Lava in unterschiedlichsten Formen und Gebilden. Bald schon klammern sich Flechten und Moose an das abweisende Gestein. Die Pflanzenwelt fasst Fuß auf den unwirtlichen Lavafeldern, setzt Farbtupfer auf dunklem Boden. Auch die Menschen haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Vermächtnis aus vorspanischer Zeit ist die Quesera de Zanzamas, heiliger Ort. Ein Platz für Blutopfer oder astrologische Berechnungen. Die Bedeutung der steinernen Rinnen liegt im Dunkeln, ebenso die genaue Herkunft der Urbevölkerung. Zeitraum der ersten Besiedlungen soll das 3. Jahrtausend vor Christus gewesen sein. Als einfaches Hirten- und Bauernvolk lebten die Ureinwohner in einer Steinzeitkultur, bevor die spanischen Eroberer die Inseln im 14. Jahrhundert in Besitz nahmen. Dem Boden der nahezu wasser- und regenlosen Insel ist nur schwer ein Ertrag abzuringen. Erfindungsreiche Bauern haben daher den Trockenfeldbau erdacht. Eine dicke Schicht poröser Vulkansteinchen speichert die Feuchtigkeit des Passatwindes, um sie nach und nach an die Pflanzenwurzeln abzugeben. Und so strecken sich im Frühjahr die ersten zarten Weinranken dem Licht entgegen. In trichterförmigen Vertiefungen reifen die Trauben für den schweren, süßen Malvasierwein. Mauern aus Lavabrocken schützen vor dem ständigen Wind und übermäßiger Sonneneinstrahlung und tragen zur Gestaltung einer eigenwilligen, reizvollen Landschaft bei, entstanden im Zusammenspiel von natürlichen Gegebenheiten und der unermüdlichen, kultivierenden Arbeit der Bauern. Die typische Zimmeraufteilung und originalgetreue Einrichtung eines traditionellen Gehöfts zeigt die Casa Museo del Campesino. Der ehemalige Bauernhof wurde liebevoll restauriert und dient heute als Museum. Eingerichtet zu Ehren der lanzarotenischen Bauern, die schon immer mit ihrer ausdauernden, einfallsreichen Feldarbeit den landwirtschaftlich schlechten Bedingungen getrotzt haben. Am 1. September 1730 brach auf Lanzarote die Erde auf. Tobten die Urgewalten in einem Inferno aus Magma, Asche und Feuer, um sich erst nach 6 langen Jahren wieder zu beruhigen. Ein Viertel der Insel wurde verwüstet. Doch entstand dabei auch die einzigartige Vulkanlandschaft der Montañas del Fuego, die Besucher aus aller Welt anzieht und den Kamelen, die früher als Lasttiere oder zur Feldarbeit eingesetzt wurden, zu einer neuen Beschäftigung verhalf. Nach den Strapazen dieser 20-minütigen Expedition erholt man sich an den Stränden Playa Blanca oder Playa de los Pocillos, die zu Puerto del Carmen gehören, dem beliebtesten und größten Urlaubszentrum Lanzarotes. Gegenüber den breiten, gepflegten Stränden erstrecken sich entlang der Straße über 8 Kilometer Restaurants, Bars, Cafés, Boutiquen, Spielsalons und Discos. Die Infrastruktur für ungetrübtes Urlaubsglück ist erstklassig. Auch die Sonne erfüllt ihre Aufgabe vorbildlich und scheint erfreuliche 300 Tage im Jahr. Trotz der Nähe des lebhaften Urlaubsparadieses ist der alte Ort Puerto del Carmen ein beschauliches, ursprüngliches Fischerdorf geblieben. Unberührt von der Anwesenheit der vielen Fremden gehen die Fischer der gewohnten Arbeit nach und lassen sich in ihrem üblichen Tagesablauf kaum stören. Hier hat man noch alle Zeit der Welt.
während sich ein paar hundert Meter weiter jeder bemüht, die kostbaren Ferientage möglichst kurzweilig zu gestalten. Der Normanne Jean de Bettencourt soll hier im Jahre 1402 die Insel betreten und für die kastilische Krone in Besitz genommen haben. Heute gehören die vier hellsandigen, naturbelassenen Felsbuchten der Playas de Papagayo zu den schönsten Badestränden Lanzarotes. Ungestüm und unaufhörlich wirft sich der Atlantik in gewaltigen Brechern an die Südwestküste der Insel. Die zerklüftete, scharfkantige Lava ist hier, damals während der Vulkanausbrüche, ins Meer geflossen und hat die Grundfläche der Insel vergrößert. Seither stürmt das Meer die Steilküste von Los Hervideros und versucht, verlorenes Gelände zurückzuerobern. Ganz in der Nähe das Halbrund eines riesigen Kraters mit der Lagune Lago Verde. Die andere Hälfte des Vulkankraters El Golfo hat das Meer abgetragen. Berühmtester Sohn der Insel ist der Architekt und Künstler César Manrique. Zeit seines Lebens hat er gegen die Verbauung der Küsten gekämpft und Lanzarotes eigenwillige Schönheit bewahrt. Das extravagante Wohnhaus des Künstlers wurde als Museum eingerichtet. Seine Werke sind auf der ganzen Insel anzutreffen. So gestaltete er auch den historischen Aussichtspunkt La Batteria zum Restaurant um. Atemberaubend ist der Blick von der fast 500 Meter hohen Steilwand über die Nachbarinseln La Graciosa, Montaña Clara und Alegranza. Das interessante Farbspiel der Salinen am Saum des Meeres, entstanden durch eine Algenart, gibt dem Ganzen eine besondere Note. Manrique hat sich immer bemüht, Gestaltung von Menschenhand in Einklang mit natürlichen Gegebenheiten zu bringen. Ein gelungenes Beispiel ist die Lavahöhle Jameos del Agua. Mystisch ist das Licht, das auf den kristallklaren Höhlensee fällt, in dem blinde Albinokrebse leben, die eigentlich zu den Tiefseebewohnern gehören. Das Spiel der Kontraste, gleißendes Licht, düstere Lava, abweisendes Gestein, anschmiegsames Wasser, bildet eine faszinierende Einheit. Wasser und Licht, Felsen und Pflanzen fügen sich zu einem harmonischen Ganzen. So ist in der abweisenden Gesteinswüste eine blühende Oase entstanden, die den zur Wirklichkeit gewordenen Ideen und Träumen des Künstlers ein eindrucksvolles Denkmal setzt. In einem fruchtbaren Tal im Norden der Insel liegt Aria, im Tal der 1000 Palmen. Nordafrikanisch anmutende, strahlend weiße Häuser verteilen sich malerisch unter kanarischen Dattelpalmen und selbst altes Gemäuer wird durch die üppige Pracht der Bougainvilleas zur Augenweide. Der schattige Hauptplatz im Ortskern lädt ein zur Rast und zum Schwatz mit Freunden. Die Gesprächsthemen gehen nie aus. Irgendetwas gibt es immer zu diskutieren. Im Gegensatz zum Inselsüden gibt es im nördlichen Teil mehr Niederschlag. Und so überzieht die niedrigen Berge, zumindest im Frühling, ein bunter Blütenteppich. Die Playa de Famara ist der größte hellsandige Strand von Lanzarote. Vom Schwimmen wird wegen der starken Strömung eher abgeraten.
Dafür freuen sich die Profisurfer über den meist kräftig blasenden Wind und die hohen Wellenberge. Am Ende des Küstenstreifens liegt das Fischerdorf La Caleta. Gegründet wurde es 1872 von einem Bauern aus dem Nachbarort Zorro. Feinschmecker wissen die frischen Fischgerichte der urigen Lokale zu würdigen. Die Umgebung von Mala und Guatiza ist traditionelles Anbaugebiet der Opuntien-Kakteen. Zwar bringt der Kaktus dekorative Blüten und süße, essbare Früchte hervor, doch dient er in erster Linie als Wirtspflanze für die Cochenillaus. Die Larven des Schmarotzers liefern den karminroten Farbstoff, der besonders in der Kosmetik- und Genussmittelindustrie verwendet wird. Rund 31.000 Kilogramm werden jährlich geerntet. Im Stadtbezirk von Arrecife liegen der geschäftige Handelshafen und der Fischerhafen Puerto de Naos. Die Inselhauptstadt verdankt ihren Namen, der Riff bedeutet, den vielen kleinen vorgelagerten Felsbänken. Einst vorrangig gegründet, um die ehemalige Hauptstadt Teguise im Landesinneren zu versorgen, ist sie seit 1852 Metropole der Insel. Entladen des reichlichen Thunfischfangs in Arrecife, einem wichtigen Stützpunkt der kanarischen Hochseefischerei. Der Hafen beheimatet die drittgrößte Fischereiflotte der Inselgruppe, die hauptsächlich vor der afrikanischen Küste Jagd auf Sardinen, Makrelen und Thunfische macht. Nahe der Kehmauern ließ Carlos III. Von Spanien 1779 das Castillo de San José errichten. Seine Aufgabe als Verteidigungsanlage erfüllte es zwar nicht, aber der Bau gab der verarmten Landbevölkerung Arbeit und Brot. Bis 1890 wurde Munition in der Festung aufbewahrt. Seit 1976 ist hier das Museum für zeitgenössische Kunst untergebracht. Die Hauptstadt Arrecife. Hier lebt mit etwa 40.000 Menschen über die Hälfte der Inselbevölkerung. Dem Schutzpatron der Insel, San Ginés, ist die Pfarrkirche mit Kolonialfassade geweiht. Historische Gebäude im Ortskern und eine großzügig bepflanzte Uferpromenade machen das Städtchen sehenswert. Um die Ostküste vor Piratenangriffen zu schützen, wurde 1590 das Castillo de San Gabriel nach den Plänen des italienischen Architekten Leonardo Torriani erbaut. Hier hat man ein kleines historisches Museum eingerichtet, das Funde aus altkanarischer Zeit zeigt. Prunkstück ist der Monolith aus dem einstigen Herrscherpalast Van Thamas. Die kreisförmigen Zeichen der kretischen Linearschrift konnten bis heute nicht entschlüsselt werden. Die Iglesia de San Miguel in Teguise, deren älteste Bauabschnitte bis ins 15. Jahrhundert reichen. Gegründet 1406 von Massieu de Bettencourt, dem Neffen des normannischen Eroberers, war Teguise vom 15. bis ins 19. Jahrhundert Inselhauptstadt und erster Bischofssitz der Kanarischen Inseln. Spanischer Kolonialstil gibt dem würdevollen Städtchen sein besonderes Flair. Großzügig angelegte Plätze, breite Gassen und die geschnitzten Holzportale der Häuserfronten machen den Charme von Teguise aus. Teguise, die stille Schöne, hat die bezaubernde Anmut südspanischer Dörfer und gilt zu Recht als hübscheste Stadt Lanzarotes. Obwohl es auf der Insel kaum regnet, ist die Landwirtschaft doch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Größte Bedeutung hat der Weinbau, aber auch Kartoffeln, Mais, Tomaten und besonders die hiesigen Zwiebeln, deren feinwürziges Aroma gerühmt wird, haben ihren festen Platz auf den Trockenbaufeldern und werden sogar exportiert.